Das Segment der Kleinwagen boomt. In Europa und auch weltweit gibt es dort noch stattliche Zuwächse zu verzeichnen. Im Moment macht dieses Segment europaweit ein Viertel der Verkäufe aus. Weltweit sind es immerhin 10%. Seat bietet mit dem Mi eine Alternative zu den französischen und asiatischen Platzhirschen an. Der Mi ist nicht nur praktisch, besonders in Sachen Sicherheit kann er punkten. Ein ABS ist serienmäßig an Bord, die empfehlenswerte City-Notbremsfunktion gibt es gegen Aufpreis. Obwohl der Mi einen Zwillingsbruder namens VW Up hat, gibt er sich optisch eigenständig. Front und Heck verraten, dass er ein echtes Mitglied der Seat-Familie ist. Der Innenraum wirkt ordentlich verarbeitet, die Materialauswahl ist gut. Der kleine Seat wirkt nicht wie ein typischer Kleinwagen, denn er vermittelt einen ähnlich soliden Eindruck wie seine Brüder Ibiza oder Leon. Auch seine Ausstattungsmöglichkeiten sind ähnlich reichhaltig. Wer mag, kann mit dem großen Glasschiebedach schon fast Cabrio-Feeling aufkommen lassen. 2 3-Zylinder-Motoren stehen zur Wahl. Die 60 PS-Variante reicht völlig, wenn der Mi hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist. Sollten auch Autobahnen zu seinem bevorzugten Revier gehören, sind 75 PS die bessere Wahl. Beide gibt es auf Wunsch auch als Ecomotive-Variante. So sind sie im Durchschnitt mit 4,1 bzw. 4,2 Liter Super auf 100 Kilometer zufrieden.